Ja, das und vieles mehr bei eurer Freizeit-Hobbymaus. Viel Spaß! Leute, ein Paket ist da. Wie ihr lesen könnt, Rufu. Schauen, was da drin ist. Machen wir mal auf. Raus. Aber ich mache die Seite auch auf. Da drin. Eine Tüte, Leute. Wir haben eine Tüte gekriegt. Was sagst du, Kohaus, dazu? Wir haben eine Tüte gekriegt. Findest du die Tüte flauschig? Nee. Hart. Gucken wir mal, was drin ist. Guckt mal, Leute. Für 9,99 € im Moment im Rofu. Die Snackless-Kugeln. Teil. Wo steht's? Ich hab's gerade gelesen. 2. Mit dabei das Axolot, aber diesmal mit. Was ist das? Irgendeine Asiasuppe. Eine Krabbe müsste es sein mit Pringles. Ein Igel mit Mentos. Ein Biber mit Eistee, ein Hai oder ein Fisch, was sagt ihr? Ich glaube eher Hai hier vorne, ne? Müsste ja, Müsli-Riegel sein. Dann gibt es ein Pinguin mit Eis, dann gibt es ein Dole-Faultier, würde ich sagen, also ein Ananas-Faultier, ein Chiquita-Affe, ein Jellybean-Schaf. Und darauf bin ich so heiß. Guck mal. Ein Subway-Entchen. Na, dann wollen wir mal gucken, ob die genauso scheiße aufgehen wie die anderen. Ja, sie gehen genauso scheiße auf. Du kriegst uns einfach nicht hin. Hier neben mir ist schon einer am Zittern, was das drin sein könnte. Da geht's weiter. Wupp. Machen wir es. Ja, hier werden schon Verschwörungsformeln gesprochen. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. In dem sieht man ja gar nichts durch. Nee, da ist alles, alles komplett. Sei braun, sei braun, sei braun. Nein, es ist nicht braun. Es ist nicht braun, was da drin ist. Wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, ist es rosa. Toll, da gibt es viel rosa. Das könnte dein Subway-Entchen sein? Oder? Nö, hm. Leute, es ist grau. Pinguin. Der Pinguin. Bestimmt der Pinguin. Das ist falsch rum. Und schwarz am Po. Ja, das ist der. Hier freut sich einer neben mir. Es ist der Pinguin mit dem Eis. Der ist so knuffig. Ich finde alle knuffig. Aber es ist nicht der erste. Okay. Wie auch wahrscheinlich bei der ersten Serie, vermute ich mal, in dem Tütchen drin. Der Sticker. Snackless, der Eissticker, dann ein kleines Büchlein. Er heißt Gemini und ist am 29. Mai geboren. Hobbys Eis essen. Oh, die haben sogar jetzt ein Geburtsdatum. Mhm. Da, auf den Zettel hier. Müssen wir bei den anderen auch mal gucken. Da habe ich nie was drauf gesehen, weil da war immer die Geschichte dabei. Ja, und die ist hier nicht mehr dabei, die Geschichte. Nur das Geburtsdatum. Moment. Ah. Und wie gesagt, die Krabbe.
Nee. Nein, heißen tut er Penelope. Dann ist das bestimmt... Achso, sein Sternzeichen. Ah. Auf der anderen Seite geht's dann. Wie gesagt, das Entchen. Biber. Hase. Nein, Schaf. Axolotl. Igel. Und der Haifisch. Ja, es ist Teil 2 aus der Serie. Aus Serie 2 von den Snackless-Kugeln. Und wir schauen mal, was noch in dem Paket war. Aber das wird erst später verraten. Lasst eine Glocke da, abonniert den Kanal und hinterlasst vielleicht auch mal ein Kommentarchen. Und wir sind gespannt auf Teil 2.